Guten Abend, ihr Lieben. Ich habe eine Mitteilung, die dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so sehr gut gefallen wird, aber dazu gleich mehr. So, jetzt habe ich mir also die Tage die Mühe gemacht, dieses Intro zusammenzustellen, weil ich mir gedacht habe, das hebt vielleicht ein bisschen das Niveau und die Qualität meiner Videos. Allerdings, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, auf die Inhalte wird das nicht viel Einfluss haben. Ja, aber das ist gar nicht das, worum es heute eigentlich geht in erster Linie. Worum es heute in erster Linie geht, ist, dass ich heute eine Entscheidung getroffen habe, die einerseits auch mich traurig, ein bisschen auch traurig macht. Ein bisschen. Die aber natürlich den weiteren Verlauf dieses Kanales natürlich deutlich betrifft. Und zwar, ich habe die letzten Jahre und insbesondere vergangenes Jahr meinen Garten vernachlässigt. Und das macht mich irgendwie traurig. Ich wollte letztes Jahr im Garten den Gartenzaun erneuern. Was habe ich stattdessen gemacht? Naja, die Bepflanzung, die ich letztes Jahr hatte, das war eigentlich mehr eine Notbepflanzung, weil ich viel zu spät dran war für alles. Der Gartenzaun liegt immer noch komplett bestellt in der Gartenhütte und wartet darauf, dass ich ihn aufbaue. Und lauter solches Zeug. Und ich war heute in der Hütte und also heute im Garten, um mal in der Hütte mal klar Schiff zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ach so, und dann kommt natürlich. Ich bin schon wieder chaotisch. Und dann kommt natürlich letztes Jahr auch noch mit dazu, dass ich ja den Anhänger gebaut habe, was mir natürlich auch ganz viel Spaß und Freude gemacht hat. Und eigentlich hatte ich überlegt gehabt, vielleicht dieses Jahr eine größere Reise zu machen mit dem Anhänger. Aber ja, ich war heute im Garten, wie gesagt, und ich habe da so einiges gemacht und irgendwie ist mir dabei so durch den Kopf gegangen. Es ist eigentlich wirklich traurig, dass ich die letzten Jahre den Garten vernachlässigt habe. Und deswegen wird es dieses Jahr nicht so super viele Fahrradwohnwagen-Videos geben, denke ich mal. Ich weiß es noch nicht genau. Ich weiß noch nicht, wie es insgesamt so weitergehen wird. Ich nichtsdestotrotz, zwei Punkte stehen bereits fest. Der erste Punkt, der feststeht, ist, dass ich, sofern das Wetter dann nicht total arschig ist, in 4 Wochen unterwegs sein werde für 3 Tage. Ende März, also am 22., 23. März soll es losgehen und am 25. März geht es wieder heim. Halt, stopp! Ja. Ich kann so viel schon verraten, ich werde in den Harz fahren und wenn das Wetter von den Temperaturen her mitspielt, dann werde ich diese 3 Tage oder 4 Tage mit dem Fahrradwohnwagen fahren und werde im Harz auf einem Campingplatz stehen.
Dazu werde ich dann aber noch mehr erzählen. Ansonsten, das ist auf jeden Fall fix, für mich zumindest fix, dass ich zum Fahrradwohnwagentreffen fahren will. Ansonsten weiß ich im Moment noch nicht so genau, was ich wie und wo vielleicht noch mit dem Fahrradwohnwagen mit einschieben werde. Aber mir ist das heute irgendwie aufgegangen. Ich habe so viel Pläne für meinen Garten. Und da ist bisher so wenig passiert. Der Zaun. Dann hatte ich ja in dem letzten Video schon angesprochen, die Solaranlage, die ich bauen will. Dann ist mir noch aufgefallen, dass ich an dem Haus noch ein paar Renovierungsarbeiten machen möchte. Also an dieser Gartenhütte da. Es ist nämlich eigentlich eine sehr, sehr schöne Gartenhütte. Ich hatte sie ja letztes Jahr in einem Video mal kurz mit vorgestellt. Ja. Das ist so einiges zu tun und da ist jetzt noch gar nicht mit eingerechnet die normale Gartenarbeit. Und dann ist es auch so, es ist einfach, wie soll ich es ausdrücken, traurig, dass ich in dem Garten so wenig jetzt die letzten Jahre und vor allem letztes Jahr, vergangenes Jahr 2021, bedingt eben durch den Fahrradwohnwagen, der mich eine Menge Zeit gekostet hat, natürlich viel Spaß gemacht hat, ganz klare Sache. Aber ich habe dadurch den Garten vernachlässigt und eigentlich, dieser Garten ist ein kleines Stückchen Land, was ich eigentlich sehr lieb gewonnen habe und eigentlich, der Garten hat es nicht verdient, dass ich da so wenig mache. Und deswegen dieses Jahr, ich werde mehr dort arbeiten und weniger Fahrradwohnwagen machen. Und alles andere werden wir dann sehen. Vielleicht mache ich auch das eine oder andere Video aus dem Garten. Müssen wir gucken. Ich muss mich da auf jeden Fall jetzt, wie soll ich sagen, selber irgendwie neu orientieren, sagt man da so schön, ne? Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und man hört sich. Mit Sicherheit wird noch das eine oder andere auf diesem Kanal passieren und ich denke auch, in Sachen Garten kann man ja auch noch ein bisschen Videos machen. Wenn euch das gefällt, mal sehen. Na? Ich hätte zum Beispiel hier noch eine Geschichte, über die könnte ich vielleicht auch noch was schreiben, aber noch ein Video machen. Aber stecke ich erst sehr in den Anfängen und muss da erst nochmal selber mich ein bisschen weiter reinarbeiten, bevor ich da wirklich sinnvoll irgendwie ein Video drüber machen kann. Schauen wir mal. Ja, in diesem Sinne, einen schönen Abend oder schönen Tag. Je nachdem, wann ihr es anguckt, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.